So Leute, jetzt zeige ich euch mal die Abwurfstelle, wie es denn da ausschaut. Mit Sondersachen natürlich immer dabei, mit Sonderputzen. Extra, damit der Loot etwas besser wird. Na, zu Anfang muss man sich da so ein bisschen durchprügeln. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Aber muss halt sein, ne? So, komm ran auf den Meter hier. Mein Freund, da ist er. So, jetzt dürfte eigentlich gleich ein Bilderrad angerannt kommen. Ich muss da mal die Kamera über den. Das ist ganz schlecht. So. So, und hier vorne liegt gleich ein. Taucht gleich ein Fallschirm auf. Ah, da steht schon einer. Steht auch einer. Dann hauen wir gleich mal um. Ein 80er. Schon mal mit der Waffe. So, nehmen wir das mit, was er hat. Wir nehmen nochmal den Hirsch hier mit. Schließlich bringt er uns Futter für unsere Hunde. So, wir in Schleichmodus gehen. Weil dann sehen sie einen nicht, nehmen einen nicht wahr. Oh, da kommt einer. Das ist natürlich blöd. Der hat mich natürlich gehauen an einer Stelle, aber der hat den anderen nicht lämmert. Und da kommt schon der nächste. Der ist gedroppt. Na, machen wir schnell. Na, muss ich leider auch noch was einstecken. Aber ich bin noch in mein Erste-Hilfe-Paket da unten. Mein Schnellporter. So. Den können wir mit der, weil der hatte nur 40 Schaden. Das wird dann immer dargestellt. Sieht man immer ganz gut. Da, das ist auch ein 40er. Oh, da sind gleich drei auf dem Haufen. Das lassen wir mal schön. Weil erstmal kümmern wir uns mal um den Loot. Und dann kämpfen wir vielleicht mal. Ja, das ist doch gut. Da haben wir gleich ein paar Kronkorken gekriegt. Kronkorken sind auch immer gut. So. So, hier auch nochmal, ich habe mir eine Steinaxt mitgenommen. Die kann ich auch, kann man auch fertigen, gleich von Anfang an. So, erstmal ein Trinken hier. Und sollte euch hier jemand beschießen, lauf weg. Denn die Schützen schießen mit der Glock und die Glock hat eine irre Geschwindigkeit und er hat meistens auch noch so ein netten Anzug an. So. Ein SWAT-Anzug. Und da dann durchzukommen mit der eigenen Glock ist ehrlich gesagt eher witzig. So. Was haben wir hier? Hier haben wir einen 80er. Okay. Da kommt auch noch ein 80er. Da muss ich mir leider was einstecken. Aber der 40er rührt sich nicht. Gut, laufen wir erstmal in Position. Ups. Ducken, anschleichen und ihm eine geben. Na, das, der Hund kommt zwar klar, aber ist gut. Der ist gerade gedroppt. Dann nehmen wir noch das Fell und das Ding mit. So, und hier, wir brauchen Samen. Samen. Die kriegt man mit den Pflanzen, kriegt man Samen. Damit kann man dann Karotten in einem Beet pflanzen. Weil man braucht ja auch irgendwie Essen. So, jetzt löse ich mal meinen, weil ich schalte jetzt um auf Auto-Loot, Automodus. So, und jetzt lasse ich ihn einfach arbeiten. Immer schön in Beobachtung halten, den Gutsten. Also diese Fähigkeit, die müsst ihr auch erst freispielen. Aber das ist ganz praktisch. Er lootet dann, was er kann. Die Beeren, daraus mache ich Alkohol. Und Alkohol und Verbände ergeben wieder ein sehr gutes Verbandspäckchen. So, jetzt ist seine Axt kaputt gegangen. Die ist im unteren Teil, da ist die. Da bauen wir mal eine neue. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Aber ich glaube nicht. Ne, wir haben erst zwei Steine. Wir brauchen noch einen dritten.
kann auch noch ein böser Watz, aber auch dagegen wehrt er sich. Ich schalte mal um auf Gitarre. Nicht irgendwas. So, kann ich jetzt eine Axt bauen? Jawohl. So. Wie man sieht, die Axt setzt dann automatisch auch gleich wieder ein. Geht alles wie Haare schneiden. Nur gegen die Bots, gegen die Menschenbots, sag ich mal so, gegen die sollte man gar nicht kämpfen. Also, manche davon sind friedlich, hier sind sie grundsätzlich nicht friedlich. So, Holz ist ja voll, Pflanzenfasern kann er wohl noch. Aber ich brauche eben nicht zu suchen bei dem Autoload. Sondern er eiert über die Karte und macht das dann schon. Ne, also ich fasse im Moment gar nichts an, sondern lasse einfach machen. Und da kommt schon wieder der nächste Köter. Den müssen wir auch mit ausräumen, halt. Der würde nämlich jetzt weiter looten. Jetzt habe ich auf den Link gedrückt. So, Autoloot weiter. Und da kommt ein Mensch. Da kommt ein Mensch. So. Zack, da haben wir schon mal wieder einiges mitgenommen. Konnten nicht alles mitnehmen. Holz nimmt da auch schon nicht mehr, wie man sieht. Holz bin ich voll. Umschalten auf Gitarre. So, das war's. Das Inventar ist voll. Hier oben steht ja das Motorrad. Aber das brauche ich ja nicht fahren, weil das wird automatisch immer nachgezogen. Man muss nur aus der eigenen Basis mit dem Motorrad rausfahren. Das ist der einzige Sprit, den man verbraucht. Das ist immer, glaube ich, eine Einheit. Ein Literchen. So, aber man kann nämlich Sachen finden und die kann man dann hinten ins Gepäck packen. Beziehungsweise auf den Gepäckträger. Da findet man auch noch Motoren, die man dann recyceln kann. Und die Motoren bringen nun wirklich Ressourcen. Also es ist, ne? Außerdem kann man die an der Tankstelle auch noch punktemäßig einpacken. So, jetzt drücken wir wieder auf Gehen. Wir haben keine 13, sagen hier. Und dann klicken wir gleich auf Werbung, um uns die 15 Punkte zu sichern. Denn es gibt auch nur dafür ein bestimmtes Kontingent und dann war's das. Ne? Ich bin Sparer, deswegen habe ich auch noch 632 Punkte. Goldtaler, Ingame-Währung. Ich zeige das mal mit der Ingame-Währung. Und zwar hier, da haben wir Geld. So, und da könnte man das kaufen. 50 Münzen für, ne? Ich habe 600 und, aber die habe ich nicht gekauft. Sondern die habe ich einfach so mal verdient. Durch Werbung gucken und weil da kriegt man immer eine Münze fürs Werbung gucken. Und manchmal kriegt man sogar 50 Münzen. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Und ich hatte das Glück, schon öfters das zu ziehen. So, und wenn hier so ein Einbruchspaket beispielsweise für 1,79, hört sich nett an, sieht nett aus, aber es ist ein kleines Schummelpaket. Du kriegst nämlich nur einen einzigen Gegenstand. Hier habe ich mal einen gekriegt, weil so eine Einbruchskiste habe ich mal gewonnen. So, und dann kriegst du nur einen Gegenstand aus dieser Kiste raus. Dieses sind Kann-Gegenstände. Du kriegst, also steht ja hier oben auch, ja, einen gewöhnlichen Gegenstand kriegst du und eventuell. So, und da wird es dann komisch. Ja, die Preise sind zwar gut, sind nett anzusehen, aber es ist immer irgendwie so ein Würfelspiel. Ne? Das Einzige hier, wenn du so eine Ausrüstungskiste für 24,99 bestellst, dann kriegst du tatsächlich alle Gegenstände, die da drin sind. Aber man muss keine Innenkäufe tätigen. Die einzigen Innenkäufe, die ich bisher getätigt habe, das waren immer einmal das Spiel gekauft und ab und zu bei der Staffel zugegriffen, weil da war es dann so 60% Rabatt. Dann hast du für 4,99 hast du eben richtig was bekommen. Ne? Da kriegst du dann Erweiterungen ohne Ende. So, und hier, wie gesagt, du kannst hier viel kaufen. Angler, du kannst dir auch ganze Räume aus Stahl kaufen, dann kann da keiner mehr rein und kann da keiner mehr einbrechen, kein Zombie, kein Spieler. So, und wie gesagt, muss man nicht haben.
Na, hier auch wieder Neujahrswahnsinn. Ja, sicherlich einen gewöhnlichen und vielleicht. Ja. So, aber, na, wie man sieht, habe ich hier schon viele Sachen gesammelt, die ich nämlich durch die Events bekommen habe. Und wie gesagt, da gehen wir mal jetzt auf so ein Event und gucken uns das Event mal genauer an. Und dann stellen wir nämlich fest, hier, da meine Zeit abgelaufen ist, übrigens, ne, es sind nur noch wenige Minuten, guck, Zeit für Fahrzeugteile ist abgelaufen, ist okay. Na, Fahrzeugteile, was haben wir gefunden? Ein Kanister Sprit, immer schön aufbewahren. Weil wenn ihr einen Generator baut, braucht ihr 50 Kanister Sprit, nicht einsetzen fürs Motorrad. Ja, das könnt ihr aus anderen Fahrzeugen absaugen, den Sprit. Und den setzt ihr in euer Motorrad ein. Und das Motorrad sparsam einsetzen, dann geht das schon. Aber hiervon braucht ihr 50 Stück. Und die muss man erstmal finden. Solche Motorenteile sind auch Raritäten. Ja, die findet man aber noch öfters als Luftfilter. Luftfilter sind meine Spezialität. Ich eigentlich keine. Ja, genauso wie Kettenräder für mein Fahrzeug. Die finde ich auch nirgends. Die habe ich bis jetzt alle irgendwie geklaut. Ja. Na, so. Und die Kronkorken, die sind dann nachher zum Spielen, aber dafür braucht man 10 Kronkorken, um einen Einsatz zu haben. Na, jedenfalls läuft. Kriegt dann nur. Gut, Leute, das war's erstmal wieder. Auf ein neues, auf ein späteres Video. Bis später!